Hier auf der Sieme treffen wir nicht nur viele neue Newcomer, sondern wir treffen auch ja, gestandene Internetunternehmer, die sich schon über Jahre bewährt haben und die auch jetzt noch aktiv im Geschäft sind. Und einer davon sitzt jetzt aktuell neben uns. Stell dich doch einfach mal vor, Boris. Ja, hallo. Mein Name ist Boris Wasmuth. Ich bin heute Geschäftsführer Marketing bei GameDuell, Deutschlands größte Spieleseite mit heute knapp 7 Millionen Mitgliedern. Und insgesamt schon seit 99 im Internetgeschäft und habe da so einige Höhen und Tiefen schon miterlebt. Dann fangen wir doch gleich mal mit den Tiefen an. Was war denn so der tiefste Schlag, den du in deiner Internetgeschichte erlebt hast? Der tiefste, ja, das war eigentlich, als wir im Prinzip den Vorstand bei DoYou aufgelöst haben und alle nicht so genau wussten, wie es weitergeht. Es war einmal persönlich eine harte Sache, weil wir das lange aufgearbeitet, unser Baby aufgebaut hatten und dann vor allem aber auch dann, weil es gar nicht klar war, wie geht es mit dem Internet-Business weiter, eine Sache, die uns total ans Herz gewachsen war. Also so ein ganz klassischer First-Bubble-Crash. Ja? Ja, es war First-Bubble-Crash, es ging ja auch ziemlich schnell und wir hatten das mit ziemlich bravourös gestartet. Die Firma ist heute auch noch gesund und aktiv und sind wir sehr stolz drauf. Nur damals konnten wir nicht so viele Leute insgesamt finanzieren, dass wir auch Stück für Stück gesagt haben, wir müssen jetzt ein paar Leute gehen und irgendwann haben wir auch den Vorstand verkleinert und insgesamt auch eine gute Entscheidung. Und damals wollte ich auf keinen Fall wieder irgendwo anfangen als Angestellter. Hab mir gesagt, egal was kommt, auch wenn es jetzt so die Eiszeit des Internets ist, ich mache mich auf jeden Fall wieder selbstständig. Und das war natürlich erstmal eine harte Zeit, weil es gab keine Investoren, es gab keine Business Models, es gab auch keine Freunde, Bekannte, Verwandten, die irgendwie ans Internet geglaubt haben. Und das war dann persönlich so eine Durchhaltestrecke, aber auch, wie unsere Investoren sagen, so der Jahrgang der Leute, die so 2003 gestartet sind, ist so der beste Jahrgang. Und ich glaube, was man heute an den Startups sehen kann, die damals gestartet haben, dass es Leute sind, die ziemlich auf dem Boden geblieben sind, die ihre Business Models optimiert haben und von einer gesunden Basis aus gewachsen sind und nicht so von, ich muss jetzt von 0 auf 100 super schnell durchstarten. Heißt, du beäugst dieses ganze aktuelle Gründungsgeschehen eher kritisch aktuell oder wie siehst du das? Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen. Es hängt immer davon ab, wie die Leute rangehen. Es ist sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, wenn so viel probiert wird. So Trial and Error. Und da werden einige Leute, denke ich persönlich, auf der Strecke bleiben. Die guten Sachen werden sich durchsetzen. Ist ein ganz normaler Prozess, der halt stärker wird, wenn mehr Leute gründen. Und 99 war er, 2000 war er stark. Jetzt momentan ist er stark. Klar. Aber welche Geschäftsmodelle hältst du jetzt aktuell gerade für am vielversprechendsten? Die Geld verdienen können. Oder die es schnell genug schaffen, von irgendwem gekauft zu werden als Add-on vom großen Business Model, wo die Großen vielleicht nicht schnell genug sind und sagen, das könnte spannend sein. Ist aber dann in dem Moment eigentlich kein eigenes Business Model, sondern ein Feature. Und ich glaube, das sind einige Features gerade unterwegs. Einige von Business Models, die überleben können, sind vielleicht überfinanziert, in dem Sinne, dass 5, 10 oder auch 20 Startups an der gleichen Idee arbeiten. Das habe ich alles schon mal gesehen. Spannend finde ich generell immer Direct Business Models, das heißt, wo ich direkt monetarisieren kann und nicht, ich muss Traffic aufbauen und dann auf der anderen Seite noch gucken, dass ich genug Werbung raufkriege, zum hohen Preis zu verkaufen. Das halte ich für ein bisschen riskanteres Modell. Also, meinst du dann so, du siehst den Crash jetzt demnächst schon kommen? Nö, das sage ich gar nicht. Ich sehe den Crash für manche Leute kommen, was auch richtig ist. Ne? Also wenn 1000 Leute sprechen wir von Marktbereinigung, oder? Ja, eine ganz gesunde Marktbereinigung. Ich bin auch sehr froh, dass es so kommt. Das war nämlich 99 nicht so. Da wurden alles wurde durchfinanziert und jetzt wird vielleicht meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu viel finanziert. Aber es gibt auch Startups, wo wirklich, das Geld ausgeht. Ja, siehst du wirklich, dass das zu viel finanziert wird? Weil man hört immer aus allen Reihen im Vergleich zu den USA sind jetzt gerade hier die europäischen Investoren und gerade insbesondere die deutschen Investoren noch sehr, sehr konservativ und halten das Geld noch eher zurück. Ja gut, aber ich meine, Deutschland ist auch vom Internet Market Size nur ein Fünftel. Dementsprechend kann, glaube ich, gar nicht so viel finanziert werden, wenn man sich mal nur den jetzt den deutschen Markt anschaut. Ansonsten sieht man schon Bereinigungen auch in den USA. Also wenn man im Businessplan, wenn Kleiner Perkins für die großen VCs aus dem Silicon Valley das lesen, dass da Web 2.0 drin steht und Communities, ist nicht alles so hoch angesehen. Also da gibt es sicherlich eine Änderung und auch eine gewisse Sättigung. Wie war da euer Prozess, dass ihr da hingekommen seid? Wie können andere diesen Prozess finden, dass sie direkte Businessmodelle finden? Ja, also es gibt wahrscheinlich die zwei verschiedenen Modelle. Und momentan ist, glaube ich, so eine Zeit, wo die Leute sehr schnell auf den Hype aufspringen wollen, Geld finden wollen und losrennen und nicht viel nachdenken. Und als wir gestartet sind damals, 2002, 2003,
Wir haben 1,5 Jahre lang uns vorbereitet. Wir haben intensiv recherchiert. Wir haben den Markt validiert von vorne bis unten und in alle Dimensionen. Aber wirklich 360-Degree Feedback eingeholt. Hat ewig lang gedauert, aber wir wussten, was wir tun. Und so waren wir damals auch in der Lage, die Investoren zu überzeugen, weil die uns haben natürlich alle möglichen Fragen gestellt haben und wir wussten alle Metrics von vorne bis hinten. Irgendwo in der Mitte würde ich es heute vielleicht machen. Also wenn ich jetzt nochmal starten würde, dass man schnell genug ist, und, aber ich muss auch genug wissen. Und ich sehe einige Startups gerade, die machen große Kampagnen und ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihr Business Model im Griff haben. Und dann ist es so, wer dann sein Business schneller hochscaled, wird nur sein Geld schneller verlieren. Kann man den Leuten einfach mit auf den Weg geben, überlegt euch genau, was ihr tut und sucht euch, holt euch Leute an Bord, die euch einfach dieses Know-how mit reinbringen, was ihr jetzt noch nicht vorhanden habt. Ja, ich würde es so machen. Jeder muss es für sich selber entscheiden. Ich will da keine Ratschläge geben. Aber nochmal, kommen wir nochmal zu dem Punkt Trends. Wo kann es hingehen mit dem Internet noch? Was meinst du, was kommt da vielleicht noch als nächstes? Oder beschäftigt ihr euch gar nicht so mit den Trends bei euch, sondern seid da fokussiert auf euer Businessmodell, was ihr jetzt habt? Ja, wir gucken relativ stark auf das, was wir machen. Wir gucken uns Trends ein bisschen an. Ich meine jetzt so, Social Networks ist immer spannend. Sollte man auch ein bisschen mit experimentieren. Wir haben halt den Vorteil, dass wir so ein bisschen Ressourcen übrig haben und damit experimentieren können, und das machen wir. Aber ansonsten gucken wir relativ mit einem beschränkten Horizont auf das, was kommt, und gucken dann eher, was passiert in den weiteren Procedures, und adaptieren dann immer so ein bisschen weiter. Wir machen jetzt keine Riesenwürfe. Und was macht ein Internetunternehmer, wenn er mal gerade nicht arbeitet? Sport. Also es gibt noch eine Freizeit, ja? Ja, also momentan sehr limitiert. Wir testen uns auch gerade da mit der Internationalisierung durch. Haben jetzt Frankreich, Holland, Spanien, UK sind wir gerade am Launchen. Und da wird die Arbeit momentan ein bisschen multipliziert. Aber die Herausforderung ist groß und es macht einen Riesenspaß. Von daher, es ist positiver Stress, sogenannter Eustress. Ja, was das nicht ein gutes Schlusswort ist, also wir haben gelernt, konzentriere dich auf dein Business Model, guck, dass es tatsächlich ein Business Model gibt. Such dir Leute, die Kompetenzen mit an Bord bringen, die du selber nicht hast. Am besten halt welche aus der alten Riege, die halt die erste Phase mit durchgemacht haben. Und vielleicht hast du auch das Glück, noch ein bisschen Freizeit zu behalten, wie wir gehört haben. Also